Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu mir, dem Retro-Phrenologen und Just Cause 2. Ich habe beschlossen, mir jetzt einen Jet zu kaufen. Kein Boot, nein, ein Jet. Oh, das Boot sieht so cool aus. Wir könnten uns natürlich auch einen Wohnwagen kaufen, aber nein, wir kaufen uns einen Pell Silver Bolt, kostet ja auch nur 30.000. Und fliegen dann mit dem Ding zur White Tiger Mission, wo man ja nicht hin schiffern kann. Also, man könnte hin schiffern, aber wo man nicht... bleibst du wohl hier? Ich will das Ding einfach abzischen. Nach unten. Okay, nach unten. Gar kein Thema. So startet man einen Jet. Mach ich immer so. Das Ding ist schnell. Da sind wir bestimmt 16 Kilometer in 0,nix angekommen. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Wir machen jetzt tatsächlich die Agency Mission, weil wir haben ja herausgefunden, dass man zu dieser Insel da hinten ohne mit Extraction Points einfach nicht hinkommt. Also haben wir gar keine andere Wahl, als mit diesem coolen Jet hier dahin zu fliegen. Auch wenn ich ihn ein bisschen demoliert habe bei dem Versuch. Das lag nur daran, dass das Ding sich einfach auf den Kopf gedreht hat. Schade, ich hätte gehofft, das Ding hätte Raketen. Hey, ihr Alarmärsche da unten. Wisst ihr, was Geschwindigkeit ist? Das hier ist Geschwindigkeit. Nur so sieht die Insel also von Fernen aus. Echt schick. Da kann man nichts sagen. Und ich bin noch nicht mal auf höchsten Grafikeinstellungen. Und von da aus müssten wir dann ja auch per Extraction Point klarkommen. Was ist das da mitten im Meer? So eine Ölbohrinsel? Wahrscheinlich. Haben wir da links ein paar Ruinen oder sowas? Oder, nee, Industrie. Interessant. Ja, so schnell war das Ding dann wohl doch nicht. Aber schon ziemlich schnell. Und es sieht ganz cool aus. Nicht so cool wie das Schiff, aber schon ziemlich cool. Kann es sein, dass ich mich Richtung Meer bewege? Kann das Ding eigentlich eine Barrel... Ich habe ja auch mal herausgefunden, nein, Barrel Rolls, also das, was die mit in den Spiegel Barrel Roll meinen... Ist eigentlich gar keine Barrel Roll, sondern das heißt irgendwie anders, aber egal. So, noch 7 Kilometer, dann sind wir bei dem Haufen Steine. Da gibt's eine Brücke. Ist ja irre. Und ansonsten ist das hier reichlich langweiliges Gelände. Naja. Manchmal ist man eben in reichlich langweiligem Gelände, was soll man machen? Und vor allen Dingen mitten in der Wüste. Was sag ich denn, mitten in der Wüste? Na, irgendwo landen, im besten Falle. Gucken, ob wir hier irgendwie eine Landeerlaubnis bekommen. Da vorne, 3 Kilometer haben wir ja noch. Werden wir schon irgendwie gelandet bekommen. Ich habe es ja auch irgendwie gestartet bekommen. Ja, das sieht doch so aus, als könnte man da irgendwie landen. Keine Ahnung. Einfach so über den Weg hier oder so. Sieht doch vielversprechend aus. Landung! Alles bereit machen zum Landen. Oder sind hier Autos? Yep. Perfekt gelandet. Yep, so wird's gemacht. Kein Problem, Leute. Ich habe alles im Griff. So mache ich das immer. 30.000 habe ich auf den Kopf gehauen. Wie viel habe ich auf den Kopf gehauen? Im wahrsten Sinne des Wortes. So ein Käse. Wenn ich sie eh kaputt mache, hätte ich sie ja auch wenigstens in die Fuel Tanks da hinten reinballern können. Ich dachte, sowas habe ich noch nicht gefahren. So, dann mal lang da. Oh, da war was. Armor Parts. Die sollten wir auch dringend einsammeln. Dann kriegt man nämlich, glaube ich, mehr Lebenspunkte, wenn man mehrere davon hat. Zack. 7 von 400? Cool. 7 von 400 also.
Da haben wir nochmal Weapon Parts. Ein potenzielles Revolver-Upgrade, nenne ich das. Vielleicht kann man die Waffen auch irgendwie switchen, das geht bestimmt auch irgendwie. Schauen wir mal. Ich muss ja jede Folge irgendwie in meine Optionen gucken, sonst fühle ich mich einfach unzufrieden. Nein, anderes Menü-Ding. Equipment. Toggle One-Handed, Dual Weep, Equip Beacon, Toggle Explosives, Fire Weapon One. Nee, scheinbar nicht. Kann halt einhändig spielen. Und er sagt dir die ganze Zeit, no. So, Kollege. Siehst du diesen Revolver hier? Wenn du nicht mein Freund bist, hast du den gleich im Gesicht hängen. I'm looking for Ken Pang. The sloth demon told me you'd know where he is. Ken Pang, you say? Rings a bell? But I don't know who you are. Yes, Ken Pang. Now I remember. He has run into some bad trouble with his gambling debts. I hear they are going to have him executed. If you hurry to the old gambling warehouse in the desert, you might still catch him alive. A pleasure doing business with you. Considering the value of the Panwan buck, shooting you would have been more expensive. Cooler Spruch. Harry ist mein zweiter Vorname. Scorpio Harry. Pay attention, Scorpio. I will be with you every step of the way. We cannot let Ken Pang be killed. Consider this a business bonus. Business bonus. Ken Pang klingt irgendwie so, als wäre das unser guter alter Freund, dessen Namen ich vergessen habe. Einfach weil er auch ein Gambler ist. Das wird eine lasse Reise. Hier könnte ich jetzt natürlich mein Boot beschwören für 30.000, aber das ist mir irgendwie zu teuer. Hinauf! Ich muss darauf! Darauf, sag ich! Eigentlich sogar darüber. So, jetzt sind wir da drüber. Schauen wir mal, ob wir noch was ändern können oder ob es schon vorbei ist, für wen auch immer wir hier besuchen wollen. Hey, ihr da unten! Granaten! If the doorman at the Opium Den was right, they will soon bring Pang out into the courtyard to have him killed. Set the stage by killing all the guards and then lure the gambling. Machen wir glatt. Also, eigentlich töten mich die Guards, so wie es aussieht. Die sind... Upsa. Entschuldigung, ich wollte nicht erschießen. Irgendwo ist da oben noch so ein Sniper. Eigentlich könnte ich mir einfach einen Sniper-Rifle nehmen und die alle erledigen. Bestimmt hängt der da oben rum. Ey, du da! Überall Snipper! Haben wir voll ins Knie geschossen. Das ist ja gemein, was die hier anrichten. Wo sind sie? Vielleicht, wenn ich von da oben sehe, ich da noch ein paar mehr. Da ist einer. Ich kann viel besser snipern als du. Und ich muss mich dafür noch nicht mal mehr schlecht verstecken. Kann ich nicht sehen, aber ich weiß, du bist trotzdem da. Aber er hat mich ziemlich übel getroffen. Aber wir haben ja regenerierende Lebenspunkte. Ne? Wo ist der nächste Sniper, der nicht zielen kann? Irgendwo wird hier bestimmt einer rumgucken, der nicht zielen kann. Ich sehe keinen. War durch? Ja, möglich, ne? Na toll, runtergefallen. Vielleicht kommen wir da hoch? Nee, so nicht. So kommen wir da hoch. Schön. Zack. Amor. Mein guter alter Freund Amor. Okay, hangeln wir uns darüber. Und schauen wir mal, ob da noch irgendwelche Leute sind, die erschossen werden wollen. Sehr spontan, nur noch den da. We have an issue. Requesting backup. Okay. Just
just need some reassurance now. Pick up the walkie-talkie and lure them out. Klar. Wo ist ein Walkie-Talkie? Da oben? Da oben. Ich glaube, dann wäre hier ein Snipergewehr ganz angebracht. Ich weiß allerdings nicht, wie man zoomt. Ups. Normalerweise doch Maus 3, aber das scheint es nicht zu sein. Schauen wir. Boah, wir brechen neue Rekorde. Wir gucken zweimal in einer Folge aufs Keymapping. General. Und es ist natürlich immer noch Equipment. Zoom, zoom, zoom. C. Klar, C. Naheliegende Zoom-Taste. I heard gunfire. Can we still go through with the execution? Na klar. There was a small disturbance. We dealt with it. Stimmt. Good. I'm looking forward to pulling this worm in the ground. Oh, we're coming please. Out. Please. I'll get it all back to you. Should have thought about that before you threw away no, our money. Please. I swear I will make it right. Please, not like this. Nun, no, den erschießen wir jetzt einfach, korrekt. Take out the executioner first. Machen wir mal, wenn ich ihn sehe. My old friend, we shall part ways. You will be sent to hell for your sins, and I will mock. You won't do anything. Help me get out of here. So, aber wir schnappen uns erstmal wieder diese Waffe, weil die ist irgendwie cooler. Hey, Pang! I'm here to save your day! Ich versuche dir zu helfen, aber du läufst einfach weg. Guck, ich helfe dir. Aber nur mit der richtigen Waffe. Krieg das noch hin, die richtige Waffe. Ach, lass mich mal in Ruhe. Sterb einfach alle. Lass mich, hau ab, du haust ab, du haust ab, du bist weg und alle tot. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. So, Schluss, aus. Kein Bock mehr. Aber ich sammle noch das Geld ein. Ich wollte doch nur... Ach, so ging das. Ja. Du bist halb unbesiegbar scheinbar. Ihr seid alle dämlich. Guck, ich hab einen Revolver. Und was macht ihr dagegen? Nichts mehr. Wieder einfach so um die Ecke bouncen kann. Ja, der Wahnsinn. Wer schießt hier mit einer Schrotflinte? Wer war das? Wer hat die Schrotflinte benutzt? Du das? Du? Mach die Schweinehunde. Sie haben den weißen Tiger erledigt. Konnten sie nur. War mein bester Freund. Der weiße Tiger. Ich kannte ihn nur schon 3 Minuten. Mindestens. Take out the executioner first. Hm. Ich kann übrigens lieber das Snipergewehr behalten. We shall part ways. You will be sent to hell for your sins. And I will mourn the money you lost me. Please, let me go. Schauen wir dem Spektakel etwas zu. Don't be a baby about it. Schauen wir mal, wann er versucht, was zu tun. In dem Augenblick werden wir abdrücken, nicht vorher. Und die scheinen sich sehr viel Zeit bei der Hinrichtung zu lassen. No, stop, stop, I'll do anything. You've already done an... Okay. You lost the bet. Please, mister, help me get out of here. Und du bist ziemlich tot. Come on, let's go. They'll kill me for sure. Und du bist ziemlich tot. Und ihr seid alle ziemlich tot. Manche von euch wissen das nur noch nicht so genau. So, nehmen wir uns das Geld hier mit. Weil ich mag Geld. Dann schießen wir dem im Kopf. Und dem. Und euch werfen wir ein paar Granaten entgegen. Weil wir sind so drauf. Machen sowas ganz gerne mal. Du kannst mal rüberkommen. Let's just get out of here. Naja, wir sind viele. Die waren das. Ihr Schweine habt den vorhin getötet. Wie konntet ihr nur? Den brauche ich doch noch. Lebenspunkte brauche ich allerdings auch. Stop shooting my guy. I like him. Also eigentlich kann ich ihn nicht leiden, weil der ist ein Penner und so. Der lässt sie nämlich einfach gefangen nehmen. Entweder man stirbt oder man stirbt. Komm, lass uns dieses Motorrad nehmen. Ein Motorrad Richtung Freiheit. Ich würde nicht mit mir auf ein Motorrad steigen. Thank you. You saved my life. I'm not here for your benefit, you worm. I'm looking for the white tiger. Okay, okay.
I take you to him. Get on one of the bikes and follow me. Follow kann ich. Mehr oder weniger. Try to keep up. The White Tiger doesn't like waiting. Also. Nicht sehr gut, aber schon. Jaha! Vor allem durch die Wüste biken. Der hat mich beinahe abgehängt. Gleich mache ich einen Stunt-Trick und dann ist hier Ende Gelände. Außerdem bist du langsamer als ich. Puh. Gleich macht's Pang und dann ist vorbei. Aber ohne Hindernisse ist dieses Geradeausfahren dann doch etwas ermüdend. Ich meine, es sieht schick aus hier. Yeeha! It's an ambush! Damn it, more of them! We're done for! Hurry! Willy! Also, du bist ein Ambush. Oh, ich muss mich bewegen. Du bist scheinbar auch ein Ambush und dann habe ich keine Lebenspunkte mehr. Du bist ein Ambush und du bist ein Ambush. Na gut, das war ein Fass, das war doch kein Ambush. Aber du bist ein Ambush. Oh. Ihr seid alle... Haha. Aber du bist bestimmt ein Ambush, oder? Na, ihr seid alle keine Ambushs. Aber bestimmt, wenn ich da vorne hingehe, finde ich ein paar Ambushs. Ach, ihr seid beide keine Ambushs, ihr seid beide nur Vollidioten. Warum sind wir zu Fuß unterwegs? Das ist eine ziemlich beeindruckende Waffe. So vom Aussehen her. Leider gibt es da bestimmt nicht viel Munition für. Schön, dass hier hinter dem Hideout auch nochmal Munition steht. Könnte sein, dass er einfach weiterfährt. Oh, Peng. Wie wär's mit warten? Oh yeah. Okay, wir fahren in den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang. Hier steht ja nirgendwo die Uhrzeit. The White Tiger is American, you know? But he's a good man. Every time I gamble my money away, he would help me, so I could keep providing him with info. I am grateful. I hope you will treat him well when you meet him, huh? Vielleicht. I wish I could have been less of a disappointment to him. Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, weil bestimmt ist das entweder ein Hinterhalt oder ein guter... Ah! You are a fucking disappointment. Du hast mir gerade voll ins Rad gedreift. Aber cooler Sprung. Was, Feinde? Soldiers, there's a price on my head, you know. You're going no place. Till I've seen the White Tiger. If the soldiers haven't killed them, they've evacuated. Maybe you can find some sort of clue. These people are always leaving something behind. Fine. Dann wollen wir mal. A military radio dispatch. They have located a data device, probably one left for you by the White Tigers. You should get it before they figure out how to read it. Hopefully something helpful for a change. Unwahrscheinlich. Tja. Brauchen wir nicht. Lebenspunkte könnten wir gebrauchen. Das sind aber viele Leute, die da so rumstehen. Vielleicht probieren wir mal unser neues Maschinengewehr aus. Damage. Niemand mag MGs, denen gehen immer so schnell die Munitionen aus. Und ich habe nur noch 6 Schuss in meinem coolen Revolver. Hm. Gibt's auch keinen neuen Revolver, nur mehr MG-Munition. Hey, du da! Kugel? Vielmann. Boah, ist der fett! Soll ich denn gegen den machen? Brauche ich eine größere Waffe für. Aber hier liegt ja eine irgendwo. Nehmen wir die da. Okay, Colonel. Du bist vielleicht groß, aber ich habe ein größeres Gewehr. Aber erst musst du da sterben. Hallo? Wie kann ein Mensch so groß sein? Ja. Kann man noch mal dodgen, wie der das macht. Ich will das auch können.
Okay, Colonel, Zeit zum Duel-Weeden. Du oder ich. Ah, der schmeißt Granaten. Das ist gefährlich, du Idiot. Kann man hier durchsnippen? Wahrscheinlich kann ich hier durchlaufen. So, er kommt. Schockt er hier einfach rum. Ist hier noch wen außer dem Colonel? Ja, dich. Ich habe Angst vor dem Colonel, der ist groß. Oh, ich habe einen Revolver und Munition. Das ist alles, was ich brauche gegen so einen Fettsack. Auch wenn er ständig Granaten schmeißt. Hey, Colonel. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Kugeln im Kopf machen sich nicht gut als Haarschmuck. Dead drop. Standard agency issue. Weird. I'll plug it in. Hola, amigo! It's your Uncle Sheldon. So, you finally found the dead drop? You'll be able to get to the new hideout using the tracker on your PDA. I done placed a beacon set to your frequency, hombre. Hurry up and get here, and I'll fill you in on the story. Over and out. I guess it's pretty clear. Follow the beacon. Find Sheldon. Tolle Wurst. Das ist ja quasi fast die gleiche Mission, die wir schon mal hatten. Okay, move in. We got him. A chopper. Seems my ride's here. Ja, sieht auch aus, wie als würde ich da einfach mal mitfliegen können. Hey, ihr da. Könnt ihr mich mal reinlassen? Ne? Nicht so euer Ding. Oh, schade. Ja, ne, muss ich mir was Besseres einfallen lassen, wenn ihr mich mitnehmen wollt. Naja, egal, ich wollte sowieso gerade Schluss machen. Insofern bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und hoffe, ihr macht es beim nächsten Mal genauso. Ich hänge hier noch ein Weilchen ab und überlege mir, wie ich hier wegkomme. Ciao, ciao!